Du kannst mit uns kein Brot essen, denn du hast keine Zähne. Bonjour, meine Freunde der Leichten und Seichten und Saßen, und willkommen zurück zu einer Runde Master Builders. Heute zusammen mit Ebi. Bonjour ist Französisch. Ja gut, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann lässt man in Deutschland da. Iglo, habe ich schon mal gemacht, war aber richtig scheiße. Ich bin definitiv bereit, mich zu verbessern. Kannst du das? Ja. Du bist halt gut, ne? Du bist halt richtig gut in Master Builders. Das ist halt das. Das Ding ist halt auch, ich bin halt auch nicht nur gut, sondern auch sexy. Sexy! Das heißt, wir sind Mann! Okay. Das stimmt tatsächlich. Also, da sagen ja viele immer, oh, der Rivi, der, ne? Und dann sage ich immer, Und dann sagen die, ja, der Rivi, der, nicht? Und dann sage ich, ja. Und der ist halt einfach ziemlich. Aha, gut drin. Und mit wem führst du diese Unterhaltung meistens, die so relativ eintönig auf mich gerade wirkte? Deutschland. Alles klar. Fred unterhält sich gerne mit Deutschland, meine Freunde. Wie ist das mit euch? Redet ihr gerne mit Deutschland? Lasst doch mal einen Kommentar in den Kommentaren da. Ob ihr vielleicht was mit Deutschland schon zu tun hattet? Wenn ja, warum? Wie viele? Und warum? Ob ihr das vielleicht nochmal machen wolltet. So, zack. So, ich habe schon Tipps von Paluten bekommen, die er von dir bekommen hat. Also nach dem Motto, denk nicht so groß. Das ist immer das Wichtigste. Lebt deinen Traum. Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Zeit der Geschichte ist doch klar. Ja. Und sonst noch Tipps oder so, an die man sich halten kann? So vielleicht. Ja, wichtig ist halt einfach, dass man halt erstmal mit der Grundform so ein bisschen anfängt. Also ich baue halt jetzt zum Beispiel gerade erstmal. Ich kann dir ja mal ein bisschen erzählen, wie ich das jetzt mache, okay? Ja, interessiert mich. Ich gehe halt gerade schon mal hin und baue zum Beispiel erstmal den Boden gewählt. Ja, das wäre in diesem Sinne Packed Ice, was ich genommen habe. Logischerweise. Ja, ne? Weil, klar, ne? Passt ja schon im I. Ne, so passt ja. Kann ich jetzt mal ausreden? Boah, Alter, mit dir kann man überhaupt nicht arbeiten, Mann. Schrecklicher Junge. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall weitergemacht mit, dem drumherum, ne, Freddy? Mhm. Und dann steht schon das Iglo. Relativ simpel. Das ist alles. Ja. Ich dachte schon, da gehört mehr dazu, muss ich sagen. Nee, man muss halt einfach. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass viele Leute einfach immer so sagen: so, yo, ich baue jetzt was, aber kriegen es halt nicht hin, ihre Vorstellungen, die sie tatsächlich im Kopf haben, auf das umzusetzen, was sie letztendlich bauen möchten. Und das sehe ich immer als größtes Problem bei Master Builders zumindest. Dass halt viele Leute einfach sagen so, yo, ich habe jetzt hier zwar eine Idee, aber krieg das irgendwie nicht umgesetzt. Und das ist halt so für mich immer so ein Zeichen dafür, dass die Leute halt minder bemittelt sind. Nee, die müssen halt einfach erst, so blöd es halt klingt, die Leute müssen halt erstmal lernen quasi, dass ein Iglu oder dass halt generell in Minecraft die Dinge, die man sich halt vorstellt, anders aussehen als die Dinge, die man sich quasi im echten Leben bauen würde, weißt du? Ja, klingt erstmal dumm. Man ist so ein Psychopath und man denkt nur in Blöcken. Ja, das tue ich halt in dem Fall, wirklich. Geil. Also tatsächlich, ich denke halt wirklich nicht mehr, dann das sieht jetzt so und so aus, sondern ich denke halt dann wirklich, passt doch, wenn ich das so und so baue, weißt du, weil es dann halt eckig ist, weil es dann halt irgendwie zum Ganzen drumherum passt. Ja, aber es ist ja krass. Und das ist der Tipp jetzt für die Leute. So, part-wise ja irgendwie, ne? Part, okay. Muss ich sagen, hat mich beeindruckt. Mhm. Hat es dir auch weitergeholfen? Nee. Ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das Wichtigste ist halt immer, dass man halt nicht aufgeben sollte. Und halt, jetzt wird es hier voll sentimental. Gebt nicht auf, also, Leute, glaubt an euch. Man hört halt immer viel zu früh auf, weißt du, was ich meine? Man denkt dann so, ach, ich kann das doch eh nicht, dann ist es schon wieder vorüber. Aber so darf man halt nicht denken. Ja, das stimmt. So darf man halt einfach nicht denken. So, und dann kommen halt noch so ein paar Sachen dazu, wie zum Beispiel, wenn ich fertig bin und ich habe noch Zeit, ja, dann nutze ich halt die Scheißzeit auch und mache nicht irgendwas. Hier schon, sondern ich versuche halt. Nee, eben nicht. Okay. Sondern halt gucken, was könnte jetzt noch zu dem Szenario passen? Was passt denn jetzt noch zu einem Iglo? Hm. Okay, ja. Weißt das du? Ist, das ist auch vollkommen richtig. Finde ich interessant. Also so, meintens hatte ich auf jeden Fall einen geilen Fehler, Alter, dass Eis auf jeden Fall schmilzt, wenn Feuer es berührt. Ernsthaft? Ja. Nee, top gecoded, Alter. Top gecoded, muss man einfach mal sagen. Top gecoded. So, ich habe jetzt so Verbesserungen zum letzten Mal, Leute. Ich würde euch natürlich die Folge empfehlen. Letztes Mal gemacht. Zum Beispiel bei Schnee, Freddy. Bei Schnee hast du die einzigartige Möglichkeit, Schnee muss halt nicht immer gerade sein, weil du bei Schnee die verschiedenen Ebenen bauen kannst sogar. Ich weiß. Ich liefere hier ab. Ich liefere hier ab, sag ich da. Also das wird, ein Illuminat? Illuminat. Illuminat wird es einfach. Da bin ich mal gespannt, Alter. So, Leute. So, warte. So. Zack. Jetzt so. Lol.
man eigentlich Dings machen. Was denn? So. Vielleicht ein bisschen. Ach, das geht nicht. Schnee, weißt du? Aber das geht leider nicht. Partikel. Ach Gott. Ach Mann, jetzt habe ich keine Partikel mehr sehen können. Ah, so ein Mist. Okay, aber es ist besser als letztes Mal. Das ist deins. Okay. Nee. Warum nicht? Wer weiß, halt scheiße hier, ist. Das ist das Iglo und das hier ist die anonyme Alkoholikertruppe. Stehen alle mit dem Gesicht also so, zur Wand. Das ist das Sven, also Fall. Weißt du, das ist also die erste Taktik, um dich kennenzulernen. Die werfen sich jetzt den Ball zu und sagen, wie sie heißen. Das ist Jeff, schweres Alkoholproblem. Wie heißt du? Ich bin besoffen. Oh, das ist natürlich süß, ne? Das ist deins bestimmt. Aber da sind halt so Dinger drin, ne? Das ist halt schon gut. Aber da sind halt so Fenster drin. Ich habe noch nie Fenster im Iglu gesehen, das stört mich. Ja, ich hab's halt eigentlich Eis gemacht. Das wusste ich doch, sag ich doch direkt. Aber das ist halt wieder so gut, ne? Revi ist halt wirklich gut, einfach. Der ist halt, weißt du, der denkt halt mehr als Iglu. Der ist halt das mehr ist als halt Captain Iglu. Gar nichts. Oh Gott, das ist von innen ganz schön. Da gebe ich mal eine Mailing. Sag mal. Oh, echt? Ja. Hm, gut. Ja, weil das sind halt, ne? Es ist halt, ja, es ist schon, may the real Slim Shady please stand up, sag ich da. Ja. Also es ist harte Konkurrenz, aber natürlich mir nicht gewachsen. Ja, Freddy, das hast du ganz gut gebaut hier. Ja, ist gut. Noch einfach mal sagen. Freddy. Ja, ja, Freddy, ist es gut. Ist ein okay, also im Gegensatz zu den anderen Fenster ist das ein okay da. Jetzt. Du hast ja auch Fenster da. Also ja, aber es ist ein Fenster, aber es ist nicht meins. So, was ist für, der richtige Shit kommt noch, der richtige geile Shit kommt noch. Ah, hier, Freddy. Das sehr ist alles sehr, sehr uni. Ja, es gefällt mir. Also, das muss man sagen. Also, es ist auch ein okay. Also, ich bin immer noch besser. Du würdest meins definitiv raussehen. Das ist schon so auf. Schon auf einem hohen Niveau. Okay. Schon also, bist du krasser als Parker. Das ist schon Parker. Aber das ist auch schön, Freddy. Ja, das ist auch mit schön, der Angel ja. Daneben, ne? Ja. Hast du gut gemacht. Das ist super. Also, das ist schon amazing, jetzt kann man mal sagen. Ich gebe mal ein Gut. Es ist schon sehr cool, denn es ist meins! Das war direkt absehbar, Freddy, weil es bei dir einfach regnet. Ja, weil man kann halt nicht immer... Ja gut, das ist natürlich auch interessant, sag ich mal. Sehr, sehr langer Eingang hier, aber von innen so... Eis, ne? Also es ist halt wie so ein richtiger dünner Penis, ne? Also es ist halt wirklich was? So... Bitte? Wovon redest du? Unterhalten wir uns gerade noch über Iglus? Cupcake. Gut, okay, wir machen einfach weiter und... Das ist nice. Wassereingang! 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 Wasserausgang! Wasserausgang! Das ist genau mein Iglu, Alter. Wasserausgang! Okay. Richtig, guck mal, Scheiße, Alter. Interessant auf jeden Fall. Okay. Doppel-Iglu! Guck mal, da muss man reinkrabbeln. Das ist eigentlich ganz gut bedacht. Man muss ja wirklich in Iglus eigentlich reinkriechen, ne? Ja, aber das ist. Ist da drin noch was? Nee. Das ist halt schade. Man kann da trotzdem reinschauen. Ja, das wird auch keiner blicken. Ja, ja. Also, es ist halt theoretisch richtig. Es ist halt. Das ist auch schön. Der hat sogar eine Tür. Ja, die mal wieder drin nicht ist aufgeht. Ganz dunkel. Och Mann, ja, guck mal. Ey, da sind voll die Motherfucker drin. Die bumsen, Alter. Das ist so ein Drogen-Iglo, Alter. Das ist voll das Kartell. Junge. Und die schlitzen so Robben auf. Und dann tun die das in die Robben rein und ja, schicken sich okay. Die Robben zu. Ja, okay. Freddy, du drehst wieder ab. Das ist. Ein Flugzeug? Deutschland, okay. Was ist das hier? Das ist meh. Ja, das ist alles so, meh gewesen. So eine Sahnetitze. Mehr schließt nicht. Oh, das schmeckt sahnig. Sahnetitze. Warte, sind wir durch? Nee, okay, ich wollte gerade sagen. Love Sturmi. Oh. Das ist mein Eiser Bleeding. Was hast du gemacht gerade? Ja, mein Eiser Bleeding. Ja, gebe ich immer, wenn jemand Pixel Art baut. Auch wenn das bei mir steht. Auch wenn steht ja. I love Revi. Immer mein Eiser Bleeding, Alter. Würde ich jetzt auch genauso machen. Hast du nicht aus Amazing gegeben? Nee, hab ich nicht. Doch, hä? Gemacht. Wie kommt denn jetzt hier Regen an? Was soll das denn? Warte. Nicht dein Ernst! Mit einem Punkt, Junge. Alter! Aber dennoch Dritter voll. Und das gegen dich als inoffiziellen Master Builders King in der YouTube-Szene. Inoffiziell ist jetzt... Also schon inoffiziell. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schaut auch mal beim Revi vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich... Wann kommt das Video online? Bis Hallo? Zum nächsten Mal. Freddy, wann kommt das? Ciao, ne, Leute. Tschüssi. Okay, tschüss. Leute, ciao. Tschüss. Ja, warum hast du das jetzt nicht gesagt? Leute, tschüss. Ultratalent vorbeigucken. Okay. Die sollen alle mitmachen. Ultratalent. Das kommt morgen. Kommt. Tschüss.